Streit zwischen Neymar und Cavani immer bizarrer. Es könnte alles so entspannt und locker sein. Sechs Ligaspiele, sechs Siege, bei 21 Doppelpunkt 3 Toren. Eine Gala zum Auftakt der Champions League beim 5-Doppelpunkt-0 bei Celtic Glasgow. Eigentlich sollte bei Paris St. Germain die gute Laune am Siedepunkt sein. Doch weit gefehlt. Beim Millionenclub herrscht Chaos. Ausgelöst durch zwei der Superstars. Die Südamerika-Konnektion Neymar und Edinson Cavani hat sich derzeit überhaupt nicht lieb. Auf der einen Seite der 222 Millionen Neuzugang aus Barcelona, der für sich beansprucht, der wichtigste Spieler des Teams zu sein. Raus aus dem Schatten von Lionel Messi bei Barca, rein ins ganz große Rampenlicht bei PSG. Doch die Rechnung des Brasilianers Neymar ist nicht komplett aufgegangen. Es gibt da nämlich noch den Uruguayer Edinson Cavani und dessen Ego ist auch nicht sonderlich klein. Vergangene Saison erzielte der Stürmer in 36 Ligaspielen immerhin 35 Treffer, wurde damit unangefochten Torschützenkönig in der französischen Ligue 1. Genau an diesem Punkt liegt offenbar der nächste Streitpunkt zwischen Neymar und Cavani. Eine Million. Eurobonus für Torjägerkrone für beide Spiele. Wie die französische Quipe berichtet, hat Paris St. Germain den Konkurrenzkampf und das Ego-Scharmützel selbst mit zu verschulden. Angeblich haben beide Spieler eine Sonderprämie in den Vertrag geschrieben bekommen, die 1 Million Euro verspricht. Wer das Geld bekommt? Der Akteur, der sich die Torjägerkrone sichert. Und damit beginnt das Zanken schon zum frühen Zeitpunkt der Saison. Im Topspiel gegen Olympique Lyon, 2:0, trieben es Neymar und Cavani dann bereits auf die Spitze, obwohl die Partie lange Zeit sehr offen war. Erst schnappte sich Cavani den Ball bei einem Freistoß, den auch Neymar gerne geschossen hätte. Mitspieler Dani Alves ging dazwischen und gab seinem brasilianischen Landsmann den Ball. Dann gab es beim Stand von 1:0 einen Elfmeter für PSG, dieses Mal setzte sich Cavani durch und schoss den Ball an die Latte. In der Kabine soll es dann unmittelbar nach dem Sieg zu lautstarken Wortgefechten gekommen sein. Angeblich mussten sogar andere Spieler eingreifen, um Handgreiflichkeiten zu verhindern. Nur rund 20 Minuten nach Spielende verließ Cavani dann bereits das Stadion, anstatt sich über den sechsten Erfolg zu freuen. Und Neymar? Der setzte direkt die nächsten Zeichen. Er entfolgte seinen Mitspieler bei Instagram. Im digitalen Zeitalter gleichzusetzen mit dem Kündigen der Freundschaft. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, habe er nun auch noch den Investor-Scheich und PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi angerufen und auf den Rauswurf von Cavani gepocht. Am Samstag haben die beiden Streithähne die erste Möglichkeit, für ein wenig Versöhnung zu sorgen. Dann geht es in der Liga gegen Montpellier, 17.
00-Darzen. Am kommenden Mittwoch wartet dann im wichtigen Champions League-Spiel der FC Bayern, 20:45 Immerhin, da wird es kein 1-Millionen-Gezank gegeben, denn die Torjägerprämie gilt nur für die Liga.